In den letzten Tagen ist ein Thema populär geworden, das eigentlich schon längere Zeit aktuell ist, da es jetzt scheinbar beschlossene Sache ist. Artikel 13 und die Folgen, die der Beschluss für die Bürger der EU haben würde. In Artikel 13, für die, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, steht Folgendes. Internetanbieter müssen sicherstellen, dass Inhalte, die von Nutzern auf ihren Plattformen hochgeladen werden, in Einklang mit dem Urheberrecht stehen. Falls die Zustimmung der Rechteinhaber fehlt, müssen die Anbieter die Bereitstellung der fraglichen Inhalte auf ihren Plattformen verhindern. Maßnahmen zur Erkennung des Urheberrechts sind effektive Content-Erkennungstechnologien, die angemessen eingesetzt werden sollen. Zu Nichtbeamtendeutsch. Die Webseitenbetreiber sollen die Inhalte auf Urheberrechtsverstöße überprüfen, die die Nutzer hochladen. Die Verlegerlobby und die federführenden Politiker behaupten, die Reform diene den Medienschaffenden und stütze die journalistische Vielfalt. Der Gedanke, man könne dies über irgendwelche Upload-Filter steuern, ist aber völlig absurd. Stellt euch vor, es wird ein Bild in einem Video eingebunden. Nicht über die ganze Breite des Videobildes, sondern nur im Hintergrund. Klar gibt es auf YouTube zum Beispiel schon ein Content-ID-System und Musik zum Beispiel kann auch im Regelfall ausgewertet werden, aber nur wenn man zum Beispiel keinen Hall darunter legt, ja, dann sieht das nämlich schon wieder anders aus. Die Filter, die es schon gibt, die sind sehr gut und sehr effektiv, aber es kann niemals verhindert werden, dass jedwede Fremdnutzung unterbunden wird und das ist meiner Meinung nach auch absolut nicht notwendig, wenn die fremde Leistung nicht als Hauptelement des neuen Werkes gilt, sondern verarbeitet wird, wenn man damit etwas Neues schafft. Besser ist da dieses Fair-Use-Prinzip, wie es auch in den Staaten Anwendung findet. Man sollte fremde Werke zitieren und persiflieren dürfen. Das ist Meinungs- und Kunstfreiheit. Genau da liegt das Problem. Es wird vermutet, dass dieses neue Gesetz auch dazu führen könnte, die Meinungsfreiheit zu unterwandern. Denn es macht die Nutzung von Social Media im Grunde völlig unmöglich in Europa. Es geht hier nicht nur um YouTube, es geht hier um das gesamte Netz. Überprüft werden müssen dann nämlich jede Form von nutzergenerierten Content. Antworten in Kommentarbereichen von Webseiten, Fotos, Profile auf Online-Dating-Webseiten. Also auf Tinder müsst ihr das kontrollieren lassen. Online-Wohnungsanzeigen, Beiträge auf Facebook, Fanfictions, Bewertungen auf Amazon. Alles. Gehen wir jetzt mal davon aus, es gäbe diesen unwahrscheinlichen Filter, der jeden Verstoß erkennen würde. Ja, für jeden kleinen Bereich des Internets wirklich vorausgesetzt. Alle Webseitenbetreiber wären in der Lage, einen solchen Filter zu installieren, ohne bankrott zu gehen, was relativ unwahrscheinlich ist. Dann würden diese Systeme derart viele Informationen verarbeiten müssen, dass man im besten Falle Stunden, wenn nicht sogar Tage warten müsse, ehe man einen Upload bewilligt bekommt von Big Brother. Blöd wäre auch, wenn jemand einfach etwas für sich deklariert, was vorher noch nie irgendjemand geschützt hatte. Die Datenbank zu überzeugen, dass er das nicht der erste Anmelder, der Besitzer ist, das könnte relativ schwer fallen. Dieser Umstand, dass enorme Ressourcen notwendig sind und jede Plattform für jeden Upload verklagt werden können soll, wird die großen Player vielleicht dazu zwingen, sich aus Europa zurückzuziehen. Was im drastischsten Falle bedeuten könnte, kein YouTube mehr für mich oder Instagram für euch oder Facebook oder Twitter oder wo auch immer ihr online seid. Übrigens soll im Zuge dessen noch eine Linksteuer eingeführt werden, der sogenannte Artikel 11. Damit sollen Plattformen die Inhalte von Medien anbieten und damit Geld verdienen, den Medienhäusern dafür etwas bezahlen. Sprich, wenn ein Beitrag meines Magazins Silence auf Facebook geteilt wird, dann müsste Facebook mir Geld bezahlen, weil das Urheberrecht ja bei mir liegt, oder? Lustig. Nee, ist es nicht. Tiefpunkt der Entwicklung war die Einstellung von Google News in Spanien 2014, weil Google sich weigerte, für die Snippets, die bei ihnen angezeigt werden, zu zahlen. Seitdem sind die Medien des EU-Landes nicht mehr in Google News vertreten. Oder doch, es ist lustig, weil es genau denen geschadet hat, die es forcierten. Den Verlegern. Schließlich machen sie den Großteil ihrer Einnahmen über Traffic. Ist der weg, kommen auch keine Einnahmen. Und wenn man eine Plattform zwingen will, dass sie für diesen Traffic zahlt, tja, jedes Lesen. Nicht etwa das Abspeichern, nein, das Lesen der Daten alleine soll in Zukunft Geld kosten. Viel Spaß bei der nächsten Hausarbeit, wenn euch jedes Mal Geld abgezogen wird, wenn ihr euch im Netz auf einer Seite über irgendwas informiert. Ja, das könnte echt scheiße werden. Übrigens, für Deutschland übertragen hieße das, was in einem Beitrag der TEN zu lesen ist. Die kleinen bis mittleren Verleger, sprich nahezu jeder außer Springer, werden Reichweiteneinbrüche erleben, die ein überwiegend werbefinanziertes Geschäftsmodell nicht nur ins Wanken bringt, sondern komplett zerstören können. Damit ist das EU-LSR eine reine Lex Springer, ein Springer-Subventionsprogramm. Denn wegbrechender Suchtraffic führt für Springer im ersten Schritt zu Einbußen, im zweiten Schritt aber zu mehr direkten Traffic. Ja, je größer man ist, desto mehr direkten Traffic hat man. Und genau das ist nun beschlossene Sache und soll bis zur nächsten Europaparlamentswahl umgesetzt werden. Ich will dieses Video von meinem Fazit noch mit einem weiteren Zitat aus der TEN beenden.
Damit zukünftig nicht das gesamte Netz darunter leidet, dass die Größten der Zeitungs- und Verlagsbranche es entweder verpasst haben, rechtzeitig für neue Einnahmequellen zu sorgen oder ihrer eigenen Gier erlegen sind, muss jetzt gehandelt werden. Voraussichtlich im Frühjahr, nach dem Trilog zwischen den an den Gesetzgebungen beteiligten Institutionen Europäischer Rat, Europäische Kommission und Europäischem Parlament, wird die EU-Direktive zur endgültigen Abstimmung gelangen. Bis dahin sollten Gegner der Reform ihren EU-Abgeordneten anrufen, eine Mail schreiben, die Petition Save the Internet unterzeichnen, Link da unten zum Beispiel. Es gibt wohl seit der ersten verlorenen Abstimmung kleinere Veränderungen über Sonderregelungen. Aber das macht es jetzt nicht unbedingt transparenter und besser. Falls Artikel 13 kommt, bricht unsere Gesellschaft, wie wir sie aus den letzten Jahrzehnten kennen, entweder zusammen oder Artikel 13 wird einfach nicht umgesetzt, bis es gekippt wird. Eine derartig drastische Einschränkung für jeden, der im Internet agiert, ist schlicht unmöglich. Und wenn es gegen meine Erwartung doch umgesetzt wird, dann wandere ich halt aus. Oder lade meine Inhalte über ausländische Server hoch. Geht das dann noch? Ist das rechtlich in Ordnung? Das sollte ich vorher noch klären. Klingt jetzt dramatisch, ich denke aber, Europa würde sich damit selbstständig auf das historische Abstellgleis stellen und wir müssten akzeptieren, dass die Zeit unserer kulturellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Blüte dann endgültig vorbei ist. Und eben weil es so ein herber Standortnachteil für ganz Europa wäre, wird es nicht passieren. So dämlich können die einfach nicht sein, mal ganz plump gesagt. Es gibt so viele Argumente dagegen. Wer dafür argumentiert, ist entweder gleichgültig, ahnungslos oder korrumpiert. Also entweder wird es doch nicht so schlimm kommen oder die EU hat es nicht anders verdient. Sorry, dass ich euch jetzt nicht direkt beruhigen kann, aber ich denke, ich glaube nicht, dass es so schlimm kommen wird. Und zur Not ist es dann wie oftmals so, dass Deutschland die Vorgaben ignoriert und dann einfach Strafe zahlt. Passiert ja öfter so bei Umweltauflagen zum Beispiel. Ja, also es wäre ein so drastischer Schritt, ich kann es mir nicht, beim besten Willen nicht vorstellen. Was denkt ihr darüber? Was haltet ihr davon? Wird Artikel 13 Anfang nächsten Jahres so umgesetzt, Artikel 11 so umgesetzt, werden wir uns hier sozusagen Mitte nächsten Jahres gar nicht mehr sehen können. Schreibt es mir dort unten in die Kommentare, was ist eure Meinung dazu? Habt ihr Angst davor oder glaubt ihr auch, dass es momentan eine sehr große Panik ist und sich alles irgendwie doch regeln lässt? Würde mich sehr interessieren. Dort unten in die Kommentare. Ihr findet in der Beschreibung auch den Link zu Save the Internet. Es wäre sicherlich besser, dem Lobbyisten eures Vertrauens eine Nachricht zu hinterlassen und den mal darauf hinzuweisen, dass es vielleicht ein interessantes Themengebiet ist, als jetzt hier so eine Petition zu unterschreiben. Aber wir sind ja alle Optimisten. Bis dann, Tschüssikowski. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder öfters. Ich habe in den letzten Wochen hier ab und an mal ein Video hochgeladen, ist aber dann nicht freigeschalten, weil ich dann doch nicht so überzeugt gewesen bin. Aber es geht jetzt wieder voran. Bis dann, Tschüssikowski.